ersehnten Fernmeldemast am Zopten gefunden. Wir sind total durchnässt. Es ist interessant, wie viel Höhenmeter wir erwandert haben. Hier sind wir noch nicht ganz auf dem Gipfel. Und auf der linken Seite ist noch mal praktisch ein Zopten auf dem Zopten. Das ist mehr ein Steinmassiv, aber auch da stehen Bäume drauf. Jetzt wollen wir uns mal überraschen lassen, was wir von dem Gipfel in Richtung Breslau sehen können. Jetzt haben wir das Plateau auf dem Zopten erreicht und Schlesier, die vor vielen Jahren hier waren, können sich sicher noch an dieses Gebäude erinnern. Das hat ja von seiner Form und Aussehen her sich nicht verändert. Hier ist nochmal die Sendeanlage mit dem Sendemast, der weit hinein ins Schlesier Land schaut. Ich gehe mal mit der Kamera zurück. Vorbei an dem Haus. Hier dieser Aussichtsplattform ist neu aus Holz. Auch das Gipfelkreuz, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob es das damals schon gab. Und hier können wir sehen, dass Arbeiten an der Kapelle gemacht werden. Die Kapelle stand damals auch schon. Und sie steht auf dem erhöhten Absatz des Zoptens. Hier wird der Aufgang renoviert, aber wie man sieht, kann man auch in die Kapelle nun hineingehen. Ich stehe jetzt direkt hinter dem Gipfelkreuz und fotografiere in die Schlesische Ebene. Man kann hier den See sehen, den Metkauer See oder ich glaube auch, es heißt auch Schlesier See, und hier erschließt sich die ganze Weite der schlesischen, niederschlesischen Landschaft. Breslau kann ich momentan nicht erkennen, das müsste weiter rechts liegen. Ja gut, die Aussicht ist wunderbar, aber es ist doch nicht so klar, wie man es heute Morgen gehofft hat. Ja, die Zopfener Löwen haben schon Generationen von Menschen und Wissenschaftlern Rätsel aufgegeben. Hier an der Linde ist einer der Zopfener Löwen ausgestellt. Die Zopfenkapelle direkt fotografiert von der Terrasse des, ich sage es mal, Deutschen Hauses. Und hier kann man auch sehen, dass da oben auf der Veranda sozusagen von der Kapelle Leute fotografieren. Jetzt haben wir teilweise schon den Aufgang der Kapelle, Zopfenkapelle, erreicht. Ein Blick hinunter in die Ebene, vor uns ein Gipfelkreuz und jetzt direkt die Kapelle vor uns. Wir können erkennen, dass hier 2016 eine Einweihung war, oder war hier die schwarze Madonna aus Zönstochau. Und da oben sehen wir auch Leute, die auf dem Dach der Kapelle, auf der Veranda sind und in die Ferne sehen können. Hier direkt der Eingang in die Zopfenkapelle und jetzt nochmal ein Blick zurück auf die Dörfer am Fuße des Zopfens. Jetzt kann man auch hier ein bisschen schon in die Ebene gucken, aber noch sind wir nicht hoch genug, um die ganzen Bäume zu übersehen. Hier sind wir direkt in der Zopfenkapelle. Kannst ja im Moment hier drin bleiben. Also ich gehe jetzt von der Kapelle hoch auf den Aussicht von der Empore, der Orgelempore der Kapelle, auf den Hauptaltar.
morgen, also 2017, ist morgen hier überall im katholischen Bereich Fronleichnam. Jetzt bin ich direkt oben auf der Zoptenkapelle und hier hat man natürlich einen fantastischen Ausblick hinunter in die schlesische Landschaft. Tief unter uns liegt das Deutsche Haus. Ich mache mal eine Rundumsicht in alle Himmelsrichtungen. Ich gehe mal einmal auf dieser Plattform, auf der Veranda der Zoptenkapelle. Ringsrum. Die Windgeräusche waren auf der Nordseite der Dachterrasse so stark, dass ich den Text zu Hause nochmal besprochen habe. Wir sehen also jetzt hier in Richtung Süden und können hier den Mittelberg erkennen. Und rechts davon die Stadt Zopten. Links ist eine Abraumhalde und am Horizont können wir den Schlesiersee erkennen. Links würden die Waldenburger Berge in den Blick kommen. Hier können wir auch in Richtung Riesengebirge sehen und bei guter Sicht ist es problemlos möglich, auch die Schneekoppe zu erkennen. Weiter links schließt sich dann das Eulengebirge an und vor dem Eulengebirge mit dem Bismarckturm und der Hohen Eule liegt ja unsere Kreisstadt Reichenbach. Hier können wir in etwa auch den Höhenzug des Gebirges, des Eulengebirges erkennen. Die starken Winde rütteln die Bäume ordentlich durch und deshalb war auch der Ton auf der Terrasse so unangenehm. Der Blick geht weiter wieder in die Eulengebirgslandschaft. Der nächste Berg ist der Geiersberg und im Dunst sogar da hinten das Sudetengebirge. Hier nochmal den Fernmeldeturm in seiner Größe und hier kann man so sehen, wie mächtig er doch und gewaltig groß er ist. Er ist also, wenn man will, fast von überall von Niederschlesien aus zu sehen. Ja, ich habe mir die Sicht tatsächlich ein bisschen besser vorgestellt, aber ich will mal sehen, ob ich nicht doch Dreschlau etwas ranzoomen kann. Jedenfalls hier unterhalb des Mittelberges und der beiden Bergkuppen liegt die Stadt Zopten und dahinter meine ich sogar auch Dreschlau erkennen zu können und zwar diesen runden Bau, der jetzt nachträglich gebaut worden ist und diese verschiedenen Häuser leuchten in verschiedenen Farben hier rüber und grüßen von Dreschlau aus den Zopten. Ja, man müsste sich mehr Zeit nehmen, dann würde man auch sicher Lauterbach finden. Momentan bin ich ein bisschen orientierungslos. Hier unten müsste Mellendorf sein. Ich muss aufpassen, dass ich die
nicht fallen lasse, die Kamera nicht fallen lasse, das wäre recht unangenehm. Also wie gesagt, das meine ich, müsste jetzt Richtung Lauterbach sein. Ja, dennoch schön, dass wir hier oben drauf sein konnten. Das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und das ist ein richtiges Geschenk, dass man mit hochbetagt nochmal diese Heimat aus der Perspektive sehen kann, aus der man sie noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und dieses Bergmassiv war immer von unseren Feldern aus zu sehen. Es war das Wahrzeichen von unserer Gegend und deshalb sind wir wohl auch so sehr in diesen Berg verliebt. Ich verabschiede mich jetzt mit diesen Bildern, mit dem Bild des Deutschen Hauses, von dem Zopten und seiner herrlichen Umgebung. Nun sind wir in der Grotte, unterhalb direkt des Raumes der Kapelle, des Gebetsraumes. Und hier sehen wir Ausgrabungen, die in diesem Bereich gemacht worden sind. Alte Mauern sind freigelegt worden. Hier auch eine ältere Eingangstür und hier ein Tor. Wo geht es da hin? Das werden wir gleich mal sehen. Das ist also nochmal hier ein separater Raum, der hier sehen wir die Konstruktion, Unterkonstruktion, wo die Kapelle mit abgefangen ist. Ja, das ist schon ein bisschen unheimlich hier. Das ist also der freigelegte Raum unterhalb der Kapelle. Viel Knochenfunde scheint man hier gemacht zu haben. Und da sind natürlich Fundgruben. Das ist eine Fundgrube für Archäologen, die erforschen möchten, wie unsere Vorfahren gelebt haben, was sie gemacht haben und was ihnen etwas bedeutet hat. Ja, Schlesier Wappen ist auch noch drin. Hat sich gelohnt, diese Schatzkammer.